Es ist Donnerstag, der 23. August 2012. Hier ist attraktiv das Daumagazin. Ich bin Jessica Parker und ich muss mal ganz dringend zum Friseur. Top-Salon. Jamila? Ja? Ja, auf dem Weg zum Salon, ne? Ja, bin gleich da. Ich hab echt die Hände voll mit Modellköpfen, ja. 18:30, kannst du gerne mal vorbeikommen. Nö, ach, nee, ich hab Zeit. Hallo, Jessica. Hallo, Barbara. Willst du was trinken? Gerne eine Wasserschorle. Opa! Oh, ich hab ne geile, selbstgebrannte Wasserschorle, die knallt dir die Birne weg. Trink mal ein. Komm, doch. Okay, Barbara, ja. Du, Barbara, ich bin ja heute auf so ein Event eingeladen, auf so eine richtig romantische Liebeshochzeit. Ja, und da hab ich den und eine Reise nach Tropical Island jetzt gebucht. Das wird richtig schön. Und da musste mich heute natürlich so ein bisschen aufbrezeln. Ja, mach ich. Jetzt bin Trinken ich, wir erst. Ja. Ja, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das mit dem Trinken jetzt so eine gute Idee ist. Oh, nö. Komm, am Prost. Wieso? Naja, Barbara, das ist eine Salafisten-Hochzeit. Oh, ach Gott, das habe ich im Fernsehen gesehen. Aber was schenkst du solchen Leuten? Zwei goldene Steine. Ah. Das ist mit anschließender Steinigung. Ja, richtig. Die Braut war nicht mehr Jungfrau. Ach so. Wie so ein, das ist so ein salafistischer Polterabend, weißt du? Ja. Ich liebe das, wenn die Traditionen so pflegen. Ja, finde ich auch total süß. Da ist immer so eine tolle Stimmung. Ja. Aber dann trinkt man doch noch ein, weil so ein bisschen Zielwasser, oder? Damit die Hand nicht so zittert. Ich sag ja auch immer 8 bis 12 gehen. Na, aber. So romantisch, ja. So eine feierliche Steinigung, ne? So, aber warte, was ich nicht verstehe bei den Leuten, weißt du, die sind immer von oben bis unten ganz schwarz. Das sind doch die, ja? Komplett vermummt. Und dann haben die aber im Sommer offene Schuhe. Entschuldige mal bitte, ja? Und der Koran ist ja nun wirklich keine Fashion-Bibel. Da sind zu wenig Bilder drin, die Editorials sind schlecht. Wir haben keine Ahnung, wir haben keine Ahnung von Haute Couture. Naja. Okay, beruhig dich. Was machen wir denn heute dann? Also Barbara, du musst ja eins wissen. Ich bin ja immer absolut Pissi. Absolut. Mann. Deine Augen knallen so richtig raus, ne, oder? Also muss sagen, ein bisschen ungewohnt ist es ja schon, ja. Aber ich passe mich ja auch gerne den Gepflogenheiten an. Ich finde, soll ja nicht billig wirken und ich finde, man muss das respektieren, ja. Diese Kultur. Ja. Pass auf, du vergiss deine Steine nicht, nee, ja. Nee, danke schön. Und dann würde ich sagen, gut Wurf, oder? Ja, und jetzt falle ich wenigstens nicht unangenehm auf. Viel Spaß! Danke. Sieht so toll aus. Ich leite jetzt sehr gerne über zum Promiflash! Wir sind heute ganz exklusiv dabei hinter den Kulissen eines Werbespot-Drehs einer sehr, sehr großen Kosmetikmarke. Das Ganze findet auf dem Anwesen einer ebenso großen und berühmten Society-Reporterin statt. Wer eine gute Nase hat, kann sie jetzt schon riechen. Frauke Ludowig. Dieser Dreh ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Zum einen bin ich ja doch relativ hässlich.
Zum anderen habe ich einen sehr, sehr faltigen Hals. Den musste ich also immer durch meine Hände verdecken. Außerdem kann ich nicht besonders gut lesen. Da ist aber der Regisseur sehr, sehr nett gewesen und hat mir das ganze Drehbuch vorher aufgemalt. Schöne Bilder, ja. Der Benefit dieses Spots ist natürlich die Nähe zum hässlichen Menschen und da ist die Ludewig sehr, sehr nah dran an der Zielgruppe. Denn man kann alles hinschminken. Und bitte! Mein RTL. Nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich wieder für euch da. Im Job habe ich einen Make-up-Artist, aber zu Hause brauche ich das nicht. Obwohl ich, wie meine Kollegin von RTL, die Frau Ludewig, unter einem stark faltigen Hals leide. Aber all diese Tiegelchen und Töpfchen, die benötige ich ab sofort nicht mehr. Olas hat jetzt etwas ganz, ganz Neues entwickelt. Für einen ebenmäßigen Hals brauche ich nur eins. Den ersten Schal nur für den faltigen Hals aus echtem Feensekret gewonnen und nur von Olas. Ich bin ja immer noch im Treptower Park für euch unterwegs. Heute stürme ich die Insel der Jugend und zeige euch einen ganz besonderen Platz meiner Vergangenheit. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten. Gucken wir mal rein. Da. Ne, Putin, ne. Das ist nicht deine Wurst. Sitz, mach Platz jetzt. Sei brav. Oh, so richtig schön. Also, Walzke. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Ach, Putin. Bist du denn auch sauber dahin? Mitspielen? Bei welchem Team denn? Naja, ich würde, also Putin und ich sind eigentlich ganz im Schlechteren, weil wir sind nämlich hier Profi. Achso. Ja? Putin ist das schlechtere Team von euch. Wie heißt der Putin? Putin heißt der Kleine, ja. Also Putin. Putin kann auch gut kicken? Naja, er kann eher besser kacken eigentlich. Ja. Aber so, ich zeig euch jetzt mal, wo mich der Tim Krüger entjungfert hat damals. Ach, ich seh's schon kommen. Komm mal bitte. So, ich weiß nicht mehr so genau. Man muss den Blutfleck noch irgendwo sehen können. Warte mal, Putin, du. Ach, ich hab's gefunden. Hier hat es stattgefunden, liebe Zuschauer. An dieser Stelle wurde ich entjungfert, damals, anno 1998. Da gab's den Putin noch nicht. Der Tim Krüger, der hat damals gerade seine Pornokarriere begonnen und hat an mir ein bisschen geübt. Ihr seht ja, was aus ihm geworden ist. Ein internationaler Star. Mehr möchte ich aber jetzt darüber nicht sagen. Also, nächste Woche Lust wandeln wir dann weiter durch den Treptower Park. So, und das war's jetzt auch schon wieder von mir. Wir sehen uns nächsten Donnerstag bereits wieder. Und bis dahin gehe ich aber noch so richtig schön ins Rauschgold an Tresen und rauch 8 bis 12 Zigarettchen.
Ha 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 ha